Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mirror's Edge Catalyst mit mir aller Woche 1993. Ja, wir waren da letztes Mal hier stehen geblieben. Wir sollen jetzt zu Icarus. Fuck. War nur Shift und... Ah ne, scheiße. Ich muss noch rechte Maustaste drücken. Ja, für mich ist es jetzt ein bisschen länger her, wo ich jetzt aufgenommen habe. Und ja, wir müssen jetzt nochmal ein Stückchen laufen, um zum... ja, zu Icarus halt zu kommen, also zu den Typen. Und zu der einen komischen Ollen, wo wir laut Noah, der ja gestorben ist, oder erschossen wurde, ermordet wurde, eigentlich nicht hin sollten. Keine Ahnung, wie die alte jetzt hieß. Nora? Hieß die so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sollten wir der nicht vertrauen, aber da sollen wir nun doch hin, wegen Unterschlupfgewehren, alles drum und dran. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was da so weitergeht, und wir sollen dahin, das heißt, wir jumpen hier einfach mal runter. Stimmt, ich bin das letzte Mal nach links gegangen, darüber wollte ich laufen, da habe ich es aber nicht hingekriegt, weil ich habe es verkackt. Weil ich es eiskalt verkackt habe. Weil, ja, gut, das hätte ich irgendwie auch hinkriegen können, egal. Und hab... Achso, und was mir gerade gesagt wurde, also vorher, wo ich das Game geladen habe. Wie Faith im Jugendknast kam, kann man wohl in dem Comic Mirror's Edge Exton oder so irgendwie erfahren. Also da bin ich mal gespannt, da muss ich mal beim Amazon schauen, ob da wirklich irgendwie ein Comic zu gibt. Weil ich würde schon ganz gerne wissen, warum Faith halt im Jugendknast gelandet ist. Warum eigentlich? Weil in Teil 1... hat sie ihre Schwester gerettet und hat sich halt aus der Affäre gezogen. Weil es ergibt sich eigentlich mal so null Sinn. Außer es klärt sich jetzt irgendwann auf in der Story hier. Ansonsten wäre es halt schon mal so ein bisschen ja, interessant zu sehen, was, beziehungsweise super interessant zu wissen, was sie angestellt hat, warum sie eiskalt im Jugendknast gelandet ist. Na gut, ich denke mal, das wird sich zumindest ein bisschen lösen, weil ein bisschen, ja, Backtracking, kann man das so nennen, haben wir ja, beziehungsweise wird ja ab und zu eingespielt, wo dann die Jugend oder sowas von halt Faith hier kommt. Kann ich da was machen? Nee. So. Hopp. Und Nummer 2. Geh rein, Rebecca wartet. Ach nee, Rebecca hieß sie. Okay. Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. So lange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann... musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erica! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama... Ja.
so schnell wie möglich her. Genau, Flashbacks. Genau die Flashbacks meinte ich. Da muss doch irgendwas drinne sein noch. Weitetes Rutschen. Nee, wo war das? Ausrüstung, ne? Genau. Nee, Moment. Ich soll jetzt klettern. Fokusschild. Gut. Ich denke mal, das wird ausreichend Störung. Holen wir uns. Das heißt, wir können die Typen jetzt stören. Also, dass die halt mehr oder weniger gelähmt sind. Da lang. Hauptmission Übergriff. Mission. Ach, Zuflucht. Das heißt, 11 Missionen noch. Alter, es geht ja mal schnell, wie schnell die Missionen hier gehen. Wie geil ist das denn? Aber ich muss echt sagen, das Ding holen wir uns dahin. Hopp. Und hier müsste theoretisch irgendwo so ein Dingens sein. So ein Koffer. Das war zumindest in Teil 1 immer so das Zeichen. Das Mirror's Edge Zeichen hat er mir gesagt. Pass auf, da ist so ein versteckter Koffer oder sowas. Aber nun gut, egal. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt zu sagen hat. Jo. Du bist Krüger's Eck entkommen, indem du tief in den alten Omnistadt. Keine Ahnung. Tunneln unter den Projekten Zuflucht bei Black November gesucht hast. Ihre Anführerin Rebecca Stern, oder Sane, behauptet, sie habe deine Eltern gekannt, aber dein Bauchgefühl sagt dir, dass sie nie wirklich enge Freunde waren. Jetzt verlangt Rebecca deine Hilfe, wobei genau bleibt abzuwarten. Was gibt's? Ich wollte dir zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugersek? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugersek-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's? Können wir alle ein wenig durchatmen. Ja, easy, passt schon. Finden wir schon. Okay, Runner Vision ist auf jeden Fall online, das ist sehr gut. Erleichtert uns wieder die Suche. Was ich aber sagen muss, das Game ist geil. Es hat wirklich, wie gesagt, ne? Ihr kennt meine, ich weiß gar nicht, kennt ihr meine Einstellung? Egal. Denn ich erzähle es euch einfach. Über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugersek war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. Naja, auf jeden Fall, ich gehe ja immer mit der Einstellung ran. Teil einer Omnistad-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat erschafft. Okay. Also ich gehe ja eigentlich mit einer Einstellung, da ist die Leiter. Was heißt hier? Ich gehe ja eigentlich mit keiner Erwartung an Spiele ran, die neu sind, die ich mir holen tue. Weil umso weniger enttäuscht bin ich, wenn sie halt... Beziehungsweise ich bin dann eigentlich gar nicht enttäuscht. Ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Okay. Ja, passt schon. Es soll... ist einfach nur so ein Tipp von mir. Das solltet ihr eventuell auch tun. Ach so, da muss ich ran. Und zwar ist es einfach... Hat halt den Hintergrund, wenn man... sich auf ein Game, neues Game freut. Beispielsweise, keine Ahnung, Battlefield oder sonst irgendwas, weil es gerade so gehypt wird oder was weiß ich. Und es halt dann den Erwartungen halt nicht entspricht. Ah, fuck. Ist halt ein bisschen kacke, ne? Zack. Aus dem Grund ist es halt besser, wenn man aus einem gewissen Anteil, also einen gewissen Hype hat, auch das Game. Aber... Ich habe die erste Beobachtungsdrohne gefunden. Und auch einen Weg, sie loszuwerden. Und hopp. Gut. Bleiben noch zwei. Ach da. Und... Aua! Krugersek weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne also mit mehr Widerstand rechnen. Ja. Und von daher ist es halt... Ja. Besser, man geht halt mit einem weniger gehypten Gefühl ran. Wie gesagt, ein bisschen gehypt kann man sein. Klar, logisch. Aber man sollte dennoch mit einer gewissen Art und Weise rangehen. Und zwar
ist halt so gesehen, entweder wird's gut oder wird's schlecht, ist halt scheißegal. Das enttäuscht euch halt nicht, wenn es halt nicht so gut wird, wie erwartet, das Game. Und, ups. Also von daher ist es halt für mich halt so eine kleine Lösung. Alter. So, zack. Tschüss. Meine Fresse, der Typ geht ja auch heute schon hier auf Keks. Um halt nicht komplett enttäuscht zu sein, wenn man denn da denkt, pass auf, das Game ist ja gar nicht so, wie erwartet. Was weiß ich, keine Ahnung. Daher ist es halt... Und tschüss. Einfacher sozusagen, entweder wird's gut oder wird's schlecht. Ist halt so, das kann dir so gesehen erstmal in dem Moment egal sein. Ist zwar schade, wenn er Geld. Aua. Ups. Falsche Taste. Zack. Also von daher ist halt so ein kleiner Tipp, dass man halt mit keiner Erwartung rangeht. Wie gesagt, ein bisschen gehypt darf man sein. Schöne Vorwärtsrolle von den Kollegen. Auf das Game, klar. Hä? Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Wahnsinn. Und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Also von daher ist halt einfach nur so ein kleiner Tipp. Ob ihr ihn beherzt oder nicht. Die Menschheit ist selbstzufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrütteln, Faye. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren, was Angst und Verlust bedeuten, damit sie erkennen, was wirklich wichtig ist. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. Ist es halt, ne? Ist denn eure Sache? Aber so werdet ihr halt nicht von dem Game enttäuscht, wenn es halt nicht so gut ist. Und zack. Ah, scheiße, Mann. Ja, komm hier. Komm hier, du Sau. Zack. Kriegst noch einen Tritt. Die Frage ist halt, wo ist der Typ, der auf mich schießt? Einer ist da. Da ist der andere. Hab ich den geholt? Ja. Au. So, wir holen uns das mal. Was halt der Unterschied ist an Mirror's Edge 1 und 2, ist halt erstmal, dass man hier keine Waffen aufnehmen kann. Dass es halt ein komplett, ja, waffenloser Kampf ist. Zack. Und dass man halt hier eine komplett andere Grafik hat. In Teil 1 hat man ja, das habe ich ja schon am Anfang, glaube ich, erwähnt. Fällt mir gerade so ein. Dass da halt ein, ja, so ein Anime-Manga-Style drin war. Und der ist halt jetzt auf eine, ja, zu einer, halt die Fresse, Mann. Zu einer schönen Frost, mit der schönen, guten Frostbite-Engine, ja, mal ordentlich putzt worden. Finde ich auf jeden Fall geil. Ich finde beide Grafikstile auf jeden Fall cool. Teil 1 hat auf jeden Fall auch noch so seinen Charme. Holen den zweiten Steuerchip auch mal. Ich weiß halt, das sind halt alles diese Collectibles, wie ihr seht. Wo halt, ja. Au. Faith, bist du doof, Mann? Wieso stolperst du denn da von dem Dingens runter? Von dem Gelände? Die man halt sammeln kann, um bestimmte Prozente im Spiel halt zu erreichen. Ich zerstöre jetzt die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. Okay. Also wieder den gleichen Weg, oder was? Ah, ne, doch nicht. Und da kommen garantiert wieder die größten Spackos an, die ich da kaputt machen muss. Garantiert. Ich hab die Türen gefunden. Und verschwinde jetzt von hier. Okay. Ist es wurscht, wo lang, oder was? Ich wette, jetzt werden sie jetzt sich zweimal überlegen, bevor sie sich wieder hier runterwagen.